Und mit dieser dramatischen Musik herzlich willkommen zurück zu Mass Effect 2. Wir sind immer noch auf Horizon, da wo in der letzten Folge die Kollektoren gelandet sind. Wir direkt hinterher und ja, wir wollen versuchen, sie noch aufzuheilen. Wir wollen versuchen zu verhindern, dass sie hier die Kolonisten entführen, so wie sie es in unzähligen anderen Kolonien, Menschenkolonien schon gemacht haben. Ja, und ich würde sagen, schauen wir mal, wie weit wir die Folge kommen. Ob es denn ruckelfrei läuft oder ob Fraps hier genauso rumspinnen wie in der letzten Folge von Blades of Time. Aber da hat sich ja zum Glück wieder gefangen. Schauen wir mal. Erstmal ein kleines Gespräch. Sie sind ein Mensch! Sag an. Was machen Sie hier draußen? Sie führen Sie doch direkt hierher! Sie haben sicher gehört, wie Sie versucht haben, sich Zutritt zu verschaffen. Es ist schwer, sich vor den Kollektoren zu verstecken. Das waren Kollektoren? Soll das heißen, die gibt's wirklich? Yep. Ich dachte, die wären nur eine Erfindung. Sie wissen schon, Propaganda. Damit wir im Gebiet der Allianz bleiben. Nein. Sie haben Lilith. Ich habe gesehen, wie sie umfiel. Und Stan auch. Verdammt, sie haben fast alle erwischt. Ganz ruhig. Wie heißen Sie? Und was ist Ihre Aufgabe hier? Mein Name ist Delan, Mechaniker. Ich wollte hier unten nach dem Hauptraster sehen, nachdem wir unsere Kommsignale verloren hatten. Plötzlich hörte ich Schreie. Ich habe draußen nachgesehen und da waren ganze Schwärme von Käfern. Jeder, den sie berührten, ist einfach eingefroren. Dann habe ich die Türen versiegelt. Verdammt. Die Allianz ist schuld. Sie hat diesen Chief Williams hier stationiert und die Verteidigungstürme errichtet. Nur dadurch wurden wir überhaupt zum Ziel. Ach, tu nicht so. Erzählen Sie mir mehr über die Vertreterin der Allianz. Chief Williams? Sie soll ja angeblich eine Art Heldin oder sowas gewesen nicht sein. Nicht nur angeblich. Hat mich aber nicht beeindruckt. Sie wäre besser daheim im Ratssektor geblieben. Irgendeine Idee, was sie auf Horizon gemacht hat? Sie sollte uns dabei helfen, die Verteidigungstürme in Betrieb zu nehmen. Ich hatte aber den Eindruck, dass sie wegen was anderem hier war. Vielleicht hat sie uns ausspioniert. Wie kommst du auf die Idee? Erzählen Sie mir von den Verteidigungstürmen der Kolonie. Ein Geschenk der Allianz. Leistungsstarke Guardian-Laser. Sollen feindliche Schiffe davon abhalten, in der Nähe der Kolonie zu landen. Das sieht man ja. Wir mussten extra einen großen unterirdischen Generator bauen, damit die Dinger genug Saft haben. Das Problem war nur, dass wir die Zielsysteme nie online gekriegt haben. Also gab uns die Allianz ein riesiges Geschütz. Aber das konnte nicht mal gerade ausschießen. Dämlichen Idioten. Stell dir schon vor, schießt auf ein felsiges Schiff und dann kurz vorm Schiff dreht auch Schuss ab. Wäre doch geil. Warum glauben Sie, dass das alles die Schuld der Allianz ist? Wir sind nur eine kleine Kolonie. Niemand hat uns gestört, bis wir diese verdammten Verteidigungstürme aufgestellt und damit die Aufmerksamkeit auf uns gelenkt haben. Ich habe den Ratssektor verlassen, um meine Ruhe vor der Allianz zu haben. Wenn du mit denen zu tun hast, kommt dabei nie was Gutes raus. Ja, wenn du das sagst. Wenn Sie Verteidigungsanlagen haben, können wir gegen das Kollektorenschiff vorgehen. Dazu müssten Sie zuerst das Zielsystem kalibrieren. Es hat nie richtig funktioniert. Wir kriegen das hin. Sagen Sie uns nur, wo wir hin müssen. Genau. Zum Haupttransmitter auf der anderen Seite der Kolonie. Ist kaum zu verfehlen. Die Zielsteuerung ist unten. Okasa. Sie sollten uns besser nicht im Weg stehen. Genau das habe ich mir auch gerade gedacht. Ich lasse Sie raus und verschließe dann die Tür wieder hinter Ihnen. Ich will kein Risiko eingehen. Hat da jemand Angst? Sie werden es bestimmt brauchen. So, mal gucken, ob ich die eine Waffe schon erforscht habe. Ich hoffe es mal. Weil die würden es dann nämlich sehr helfen. Da ist er. Muss man aber vorsichtig sein, muss ich aber sehr vorsichtig sein, sonst jage ich mich mal konsequent selbst mit in die Luft. Das könnte lustig werden. Wie gesagt, ich habe dann keine Lust, mich selbst in die Luft zu jagen. Na, schauen wir mal. So ist die auch voll aufgeladen, die Chain. 245%, sehr gut. Zu einem Schuss kann man auf alle Fälle abfeuern. Sehr gut.
So. Ich höre euch doch. Ne? Wo seid ihr? Ach, da vom Dach kommen sie runter. Ich reiß dich in Stücke. Zeit zu kämpfen. In your head. Direkte Intervention ist notwendig. Du mich auch, Kollege, du mich auch. Dann ist euch erwischt. Da kommt einer von den großen Kolossen runter, da so ein Ableger. Der hat nur Panzerung, aber davon hält ganz viel. Panzerung, schwach gegen Panzerung, stark gegen Panzerung. Die Shotguns sind auch ganz schön gefährlich, die Dinger abfeuern. Aber ich sehe ja gleich down. Ich schaff euch alle. Nein. Voll ums Eck geschossen, sehr schön. So, das waren sie auch schon, die bösen Kollektoren. Und da ist was kollabiert. Ne, keine Ahnung, was das war. Oh, schauen wir, ob wir hier noch irgendwo was finden. Energiezellen, sehr schön. Kriegen das Ding das 145% aufgeladen? Ich dachte, wir kriegen es auf 200%, damit wir noch zwei Schüsse abfeuern können. Das war bestimmt viel lustiger. So, hier ist überall noch was zum kaputt machen. Aber das wollen wir ja nicht, wir wollen was einsammeln. Wie den hier zum Beispiel, den toten Kollektor. Was das wohl ist? Biotischer Schaden. Sehr gut. Ja, jetzt drehen wir nochmal eine Runde hier oben durch die Bude. Eigentlich nur so wenige gefrorene Menschen. Wurden vermutlich mittlerweile auf das Schiff der Kollektoren verladen. Ich nehme an, sie sind hier fast fertig. Wirklich? Ach, Vogel, halt einen Schnabel. So, hier haben wir noch einen Computer mit 3000 Credits. Munition muss man voll haben. Ja. Sehr gut. So. Alter, wieder hier echt. Ja, vor der Tür speichere ich mal konsequent ab. Hier wird es gleich lustig. Kommen gleich ganz viele Kollektoren. Ich glaube, ich speichere sie automatisch. Egal. So, das gehört zusammen. Dann wird wohl das noch zusammengehören. Das gehört zusammen. Das gehört zusammen. Und das gehört zusammen. Soweit so. Ja, gut. So, dann damit ist der Turm schon. Zu dem Turm. Da sind die zwei. Und noch ein paar Hass, so wie ich das höre. Nichts kann mich aufhalten. Und noch mehr Husks, na schön. Brenne und stirb. Die klingen irgendwie bedrohlich. Leute! Alter! Piss dich! Ich hab hier ein größeres Problem. Grunt auch noch zerlegt. Geil. Der Husk hat sich gerade erstmal, ich glaube mal, eher unfreiwillig geopfert. Autsch. Scheiße. Und da steht er wieder. Sehr da gut. Ist der Transmitter. Schlauer Junge. Oh, zum Glück liegt hier Muni rum.
So, da oben ist wieder schwere Muni, die lassen wir mal liegen. Muss ich mal irgendwo mal eine Position suchen? Oh, Vogel! Die Backen. Irgendwo eine Position suchen, wo ich dann nicht von der Schockwelle von dem Nuklearbombenwerfer hier auf meinem Rücken getroffen werde. Aber ansonsten jage ich mich nämlich selbst. Das ist mir schon mehr als einmal passiert. Eigentlich passiert es mir bei jedem Mal, dass ich mich beim ersten Schuss mit dem Teil hier in die Luft jage. Das passiert jedes Mal. Also nicht wundern. So. Am besten wir speichern hier vor dem Hacken nochmal. Und den Vogel im Hintergrund, den ignorieren wir ganz einfach mal hier bei mir. So, ja, wir wollen nochmal speichern. So, jetzt können wir hacken. Das wollen wir. Gut, wenn wir das und das nehmen können, egal. Das wollen wir. Und ja, Sätze fehlt mal wieder. Da ist es. So. Normandy, hören Sie mich? Joker hier. Das Signal ist schwach, Commander, aber wir hören Sie. Oh, Stritte für die Kollektoren. Zeit, diesen Dingern zu zeigen, dass wir genauso gut austeilen wie einstecken können. Edie, bringen Sie die Verteidigungstürme online. Fehler in der Kalibrierungssoftware sind leicht zu beheben, aber es wird eine Weile dauern, bis die Türme voll einsatzfähig sind. Mach einfach. Ich empfehle, sich in Verteidigungsstellung zu begeben. Ich kann die erhöhte Leistung des Generators nicht verheimlichen. Die Kollektoren werden versuchen, das zu verhindern. Gut. Wir werden sie aufhalten. Kann nicht so schwer sein. Richtig. Vielleicht nicht. Feindliche Verstärkung rückt an. Ich rate dazu, die Waffen bereit zu machen. Okay, so. Ja, wo bleibt er? Ach, da. Einen richtigen erwischt. Direkte Intervention ist notwendig. Ja. Neutralisiert, Commander Shepard. Ich neutralisier dich gleich, Kollege. Voraus! Meine Kanone sofort und sie zerreißen. Okay, das kommt gerade voll auf mich drauf. Das war jetzt natürlich das super. Der hat's echt überlebt da hinten. Respekt! Ich schaff euch alle! Der ging ja mal voll daneben. Jawohl, drüber geschossen. Sehr gut. Ich brauch Munition. In welche gute Stelle, um sich hinzustellen. Es ist immer so, dass noch mehr kommt. Du Klugscheißer. Ich will gerade vom Moser kommen. Von da hinten. Das Hochfahren initiiert. Guardian Schiffsabwehrbatterien bei 40%. Das erfreut uns. Da kommt noch mehr. Wir haben hier Aufmerksamkeit. Da irgendwas zerfliegt der gerade meine. Meine Schalilde. Langsam, oder? Wieso gehst du in Nahkampf, du Bekloppter? Schön.
So, jetzt müsste das fette Viech kommen. Oh, Scheiße, ey. Das kann's nicht gewesen sein. Da kommen sicher gleich noch mehr. Das wird so in die Hose gehen. Da kommt er. Der Prätorianer, oder wie das Viech heißt. Ja, das wird so in die Hose gehen. Edi, wir brauchen das System online. Ich weiß nicht, was das ist, aber erstmal Abstand halten. Das ist nah! Oder auch nicht. In your face! Das hat einen Schlag getan. Ja, die Atomkraft, ein wirkungsvolles Mittel gegen Kollektoren. Nein, lassen Sie sie nicht entkommen! Na gut. Ja, Prätorianer erfolgreich in die Luft gesprengt. Wir können nichts mehr tun. Sie sind weg. Die halbe Kolonie ist da drin. Sie haben Egan und Sam und Lilith. Tun Sie was! Was sollen wir denn tun? Das Schiff ist weg. Ich wollte nicht, dass es so endet. Ich habe mein Möglichstes getan. Es war ein guter Kampf, Shepard. Shepard? Moment! Den Namen kenne ich. Natürlich erinnere ich mich an Sie. Sie sind irgend so ein großer Held der Allianz. Richtig. Commander Shepard. Captain der Normandy. Erster menschlicher Spectre. Hi. Retter der Citadel. Sie sind gerade in Gesellschaft einer Legende, Delan. Zurückgekehrt von den Toten. Wir haben so viele gute Leute verloren. Und dann wird man auch noch zurückgelassen. Das passt. Scheiß drauf. Ich bin fertig mit euch Typen von der Allianz. Und ich mit dir. Ich dachte, sie wären tot, Shepard. Das dachten wir alle. Ach, Shepard trägt doch nichts so dich down. Es ist zu lange her, Ash. Wie ist es Ihnen ergangen? Das ist alles. Sie tauchen nach 2 Jahren einfach auf und tun so, als wäre nichts passiert? Mhm. Zwischen uns war etwas, Shepard. Etwas Wirkliches. Ich habe sie geliebt. Ich dachte, sie wären tot. Ich wäre fast... Wie konnten sie mir das antun? Warum haben sie nicht versucht, Kontakt zu mir aufzunehmen? Warum haben sie mich nicht informiert, dass sie noch leben? Es tut mir leid, Ash. Ich war klinisch tot. Es hat 2 Jahre gedauert, mich zurückzubringen. Es ist zu viel Zeit vergangen. Ihr Leben ging weiter. Ich will keine alten Wunden aufreißen. Mein Leben ging weiter. Aber jetzt sind sie wieder da. Und wir haben Meldungen über sie und Cerberus bekommen. Meldungen? Wow, ihr Typen dreht ja echt durch. Der Geheimdienst der Allianz sagt, dass womöglich Cerberus hinter unseren verschwundenen Kolonien steckt. Wir haben einen Hinweis erhalten, dass hier das nächste Ziel sein würde. Ich war bei Anderson, aber er wollte nicht reden. Es gab Gerüchte, dass sie nicht tot sind. Und schlimmer, dass sie für den Feind arbeiten. Unsere Kolonien verschwinden. Die Allianz kümmert sich nicht weiter darum. Cerberus ist die einzige Gruppe, die in der Sache etwas unternimmt. Unsinn. Ich weiß, was Cerberus ist. Sie sagen, die Menschen gingen vor, aber zu welchem Preis? Ich wollte glauben, dass sie am Leben sind. Aber so etwas hätte ich niemals erwartet. Wie konnten sie uns allen den Rücken zukehren? Sie haben die Allianz verraten. Anderson. Und sie haben mich verraten. Ash, Sie kennen mich. Sie wissen, dass ich so etwas wie das hier nur aus den richtigen Gründen tun würde. Genau. Sie konnten es selbst beobachten. Die Kollektoren haben es auf Kolonien der Menschen abgesehen. Und sie arbeiten mit den Reapern zusammen. Ich würde Ihnen gern glauben, Shepard. Aber ich traue Cerberus nicht. Und es beunruhigt mich, dass Sie das offenbar tun. Was haben Sie mit Ihnen gemacht? Nichts. Was ist, wenn Sie dahinter stecken? Was ist, wenn Sie diejenigen sind, die mit den Kollektoren zusammenarbeiten? Ich hasse die Typen ja auch, aber sie sind wirklich nicht die einzige Bedrohung da draußen.
Da will wohl jemand nicht so ganz verstehen, was hier gerade Sache ist. Ne? Irgendwie so ein bisschen. Sie lassen zu, dass Ihnen das Wissen über Ihre Vergangenheit den Blick auf die Tatsachen verstellt. Oder aber Sie glauben Cerberus etwas zu schulden, weil die Sie gerettet haben. Vielleicht liegt's an Ihnen. Ist auch egal. Ich weiß noch immer, wem meine Loyalität gebührt. Ich bin eine Soldatin der Allianz. Es steckt mir im Blut. Ich werde auf der Citadel Bericht erstatten. Sollen die entscheiden, ob sie ihre Geschichte glauben oder nicht. Ich könnte jemanden wie Sie in meiner Crew brauchen, Ash. Es wäre wie in alten Zeiten. Nein, wäre es nicht. Ich mag Aliens zwar nicht, aber Cerberus ist extremistisch. Für so eine Gruppe würde ich niemals arbeiten. Na gut. Reden Sie wohl, Shepard. Und seien Sie vorsichtig. Hasta luego. Joker, das Shuttle soll uns abholen. Ich habe genug von dieser Kolonie. Ach, du auch. Und seht ihr was, was ich sehe? Es fängt an zu ruckeln. Yay. Also ich kann ja nicht mal was gescheit klicken. Wir warten einfach mal kurz, vielleicht legt sich ja wieder so wie letztens bei... Sag schon. Bei Blades of Time. War ja ganz lustig eigentlich. Der hat sie auch so gehangen und dann lief es wieder. Diese Kollektoren sind mit etwa einem Drittel der Bevölkerung von Horizon entkommen. Ja. Scheinfirma mit Hilfsgütern, Finanzhilfen und Überlebenden der Kolonie schicken. Der Vorbote, Anführer der Kollektoren, zeigt persönliches Interesse an Shepard. Unklar, ob seine Fähigkeit, Handlanger zu übernehmen, kybernetischen Ursprungs ist. Auf ein Kollektivbewusstsein der Kollektoren hinweist oder nicht sogar Reaper-Technologie im Einsatz ist. Ich tippe mal auf Setzte. So ganz spontan. Bitte lauf gleich wieder flüssig, so wie letztes Mal. Da wollte ich mich sehr freuen. Schalalalala. Jetzt seht ihr hier an der Rauch vorne, hier ist Rocket immer noch. Ich glaube, ich sollte demnächst versuchen, doch Fraps nochmal neu zu installieren. Mal gucken, vielleicht hilft es ja was. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Man sieht es ja hier am Ladescreen, dass es leckt. Dass das ruckelt wieder. Ach Mensch, ich finde das echt nicht in Ordnung. Bei Anti-Chamber läuft es perfekt flüssig. Und bei Mass Effect und Plates of Time dreht es komplett am Rad wieder. Irgendwie finde ich das echt nicht lustig. Deshalb zieht sich so der Ladebildschirm erstmal schön in die Länge. So richtig fangen tut sich's nicht. Ich habe vielleicht ein bisschen die Hoffnung gehabt, so wie bei Blades of Time, dass es sich da wieder fängt, aber irgendwie sieht's nicht danach aus. Zwischendurch hat's mal so ein paar Ansätze, dass es wieder laufen will, aber dann nada. So ganz, oder? Gerade eben ist es wieder ein Stück durch. Jetzt hakt es wieder. Jetzt funktioniert es wieder. Wir müssen wohl immer nur so mal ein, zwei Minuten abwarten, dann funktioniert es wieder. Alles klar. Gute Arbeit auf Horizon. Hoffentlich überlegen sich die Kollektoren ihren nächsten Angriff auf eine Kolonie jetzt vorher zweimal. Weil ihr seht ja, jetzt funktioniert es wieder. Mysteriös, mysteriös.
Es war kein Sieg. Wir haben die Kollektoren unterbrochen, aber die Hälfte der Kolonie haben sie trotzdem verschleppt. Das ist besser als die gesamte Kolonie. Und mehr als wir je erreicht haben, seit es mit den Entführungen losging. Die Kollektoren sind jetzt bestimmt vorsichtiger. Aber wir finden sicher einen anderen Weg, um sie zu ködern. Ash sagte, die Allianz hätte einen Tipp über mich und Cerberus bekommen. Waren Sie das? Möglich. Möglicherweise ließ ich durchblicken, dass Sie Sag ich doch. Sind. Und bei Cerberus. So Sie haben das Leben meiner Freundin, meiner Crew und der gesamten Kolonie riskiert, nur um die Kollektoren dorthin zu locken? Ein kalkuliertes Risiko. Ich hatte den Verdacht, dass die Kollektoren nach Ihnen oder Bekannten von Ihnen suchen. Das hat sich nun bestätigt. Ich sagte doch, ich würde nicht rumsitzen und abwarten, während Reaper und Kollektoren immer stärker werden. Aber das war die beste Außerdem Methode, warum? Sie irgendwann sowieso wieder eine Kolonie überfallen. Und ohne Hinweis darauf, welche, hätten sie alle verschleppt. Wir müssen dafür sorgen, dass sie niemanden mehr verschleppen. Genau aus dem Grund müssen die Kollektoren aufgehalten werden. Deshalb machen wir das alles, Shepard. Ich verwende alle Ressourcen darauf, einen Weg durch das Omega-4-Portal zu finden. Wir müssen sie dort angreifen, wo sie leben. Ihr Team muss stark sein und entschlossen. Es gibt keinen Weg zurück. Wenn du das sagst. Das gleiche gilt für sie. Kann ich mich darauf verlassen, dass sie mit früheren Beziehungen abgeschlossen haben? Als ob dich das was angeht. Das geht sie gar nichts an. Vergessen Sie das Ganze. Es darf Ihre Mission nicht beeinflussen. Shepard, sobald wir einen Weg durch das Omega-4-Portal zur Heimatwelt der Kollektoren gefunden haben, gibt es keine Garantie auf eine Rückkehr. Damit es überhaupt eine Hoffnung gibt zu überleben, müssen Sie und Ihr ganzes Team sich der Sache ganz und gar verschreiben. Das überlassen wir schön mir. Überlassen Sie das mir. Kümmern Sie sich einfach um einen Weg zur Heimatwelt der Kollektoren. Ich will nur keine Illusionen über Ihre Erfolgschance aufkommen lassen. Alle müssen in Bestform sein. Ich habe Ihnen 3 weitere Dossiers geschickt. Verstärken Sie weiterhin Ihr Team, während ich nach einem Weg durch das Portal suche. Okay. Und seien Sie vorsichtig, Shepard. Die Kollektoren werden Sie beobachten. Big Daddy is watching you. Wir werden es wohl tatsächlich tun. Das Omega-4-Portal durchstoßen und den Kampf direkt zu den Kollektoren tragen. Mhm. Ich freue mich auf die Aktion. Allerdings, wenn man sich ansieht, was die Schweine auf Horizon gemacht haben, kommt man ins Grübeln. Sie sind mächtig, aber wir haben ein paar Tricks auf Lager. Wenn sie jemand aufhalten kann, dann wir. Ganz Ihrer Meinung, Commander. Horizon hat alles völlig klar gemacht, was unsere Aufgabe ist und womit wir es zu tun haben. Ich muss noch ein paar Kleinigkeiten erledigen, wie die meisten anderen vermutlich auch. Einen Abschluss finden. Sie verstehen? Nö. Gut. Ja, ganz viele neue Aufträge. Ja, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle, weil es eine gute Stelle dafür, und wir haben wir fast schon überzogen, und das ließ sich ja durch das Go kann ich vermeiden. Den Halbstundenrhythmus, den ich sogar einhalte. Ja, deshalb war es das erstmal wieder von Mars Effect für heute. Wir hören uns im nächsten Video wieder, und bis dahin, Leute, haut rein, ciao, ciao.